Ich beschäftige mich in meiner Forschung hauptsächlich mit Krisenmanagement. Ich bin aber in der Abteilung Informationsmanagement und ich wollte euch mal heute erzählen, was ich so mache. Jetzt stellt sich ja jeder die Frage, ein Ei- und Krisenmanagement ist ein bisschen komplex, versteht man nicht, ist aber ganz einfach. Wir stellen uns jetzt mal das Ungewöhnlichste vor. Wir haben noch Hunger, ich weiß, gerade schwierig, aber ich habe jetzt noch Hunger und jetzt haben wir hier dieses schöne Ei, roh, ja, sieht schön aus, aber dann passiert's. Schwierig. Krise für mich, weil ich habe Hunger. Und sagen wir mal, für das Ei ist das jetzt auch nicht so ganz optimal. Ja? Und wir im Krisenmanagement beschäftigen uns natürlich jetzt mit verschiedenen Phasen im Krisenmanagement, ja, also wo wir versuchen, mit so einer Krise Herr zu werden. Also gibt es eine Möglichkeit. Die erste wäre jetzt bessere Planung und Vorbereitung. Da gibt es hier so Dinger. Ne? Ich weiß nicht, ob das schon mal jemand gesehen hat. Ein Eierhalter für zwei Eier. Ja? Ist vielleicht auch für andere Sachen einsetzbar. Auf jeden Fall haben wir diesen Eierbecher, ja? Und dann versuchen wir das auch mal. Hat jetzt nicht so gut geklappt, aber hätte klappen können. Wir haben versucht, durch Planung dieses Problem zu lösen. Dann gibt es noch eine andere Möglichkeit. Ihr wisst, worauf das hinausläuft. Wir können auch im Einsatz was tun, ja, in der Rettung. Ja, das heißt, wir haben da so ein Ei. Und jetzt versuchen wir, das Problem einzuräumen. Das mag klappen, vielleicht auch nicht. Und dann gibt es noch den Wiederaufbau. Also ich weiß, ihr würdet gerne sehen, wie ich jetzt dahin laufe und versuche, dieses Ei wieder in seine Einzelteile zusammenzusetzen. Aber ich habe mir da was anderes überlegt, nämlich, jetzt denkt ihr, Mann, hat der Glück. Nein, er hat kein Glück. Es ist ja so, wir versuchen Sachen nicht so wieder aufzubauen, dass sie wieder kaputt gehen. Ne? Sondern wir bauen sie so wieder auf, dass sie nicht wieder kaputt gehen. Und so schließt sich der Kreis auch zur besseren Planung und Vorbereitung. Ja? Jetzt fragt ihr euch, der ist beim Informationsmanagement. Ist schon irgendwie, was hat das jetzt mit Informationsmanagement zu tun? Ist eigentlich auch nicht so schwer, war ich da jetzt schon? Ja. Also wir stellen uns jetzt nochmal diese Situation vor. Wir haben hier dieses Ei. Ja? Ja. Und wir haben schon mal Vorbereitung getroffen, dieses Problem nicht so außer Art grenzen zu lassen. Ja? So, jetzt haben wir das Problem eingedämmt. Ne? In gewisser Art und Weise. Ja. So. Aber der Zustand ist jetzt nicht so ganz optimal. Ja? Und da gibt es jetzt ganz verschiedene Akteure, die versuchen, dieses Ei zu optimieren. Ja? Da haben wir die Feuerwehr, ja? Hier Pfeffer, wir haben die Polizei, die will auch unbedingt bei der Krise helfen. Und wir haben natürlich ganz viele Freiwillige, wir wollen auch helfen. So. Und jetzt der Spruch des Abends, wie ihr wisst, viele Köche verderben den Brei. Ja? Vielen Dank. Ist das ein Problem, wenn die einfach alle loslegen und machen, was sie wollen? Ja? Und das wollen wir natürlich nicht, deswegen helfen wir denen. Ja? Wir sagen denen, wir helfen denen besser zu kommunizieren. Dann wissen die ganz genau, wann wer dran ist. Ne? Also erst das Pfeffer, dann haben wir hier noch ein bisschen Salz. So, dann geben wir denen auch die Werkzeuge an die Hand, so ein bisschen was zu machen. Ne? Und dann irgendwann sagen wir sogar, liebe Freiwillige, auch ihr dürft mal ran. Ne? Hier, helft mal schön. Ja, super, aber auch nicht zu viel, nein. Und dann rührt man das um. Ja? Und dann hat das die Konsistenz, die wir uns wünschen. Ja? Dann ist das für mich super. Und das Ei ist auch eine Wunschkonsistenz. Und ich habe da mal was vorbereitet. Ne? Hier könnt ihr euch natürlich denken. Dann ist es genau so hier, ne? Dass man da wunderschön... Ja, jetzt kommt noch raus. Mhm. Alles ideal. Mhm. Und jetzt ist die Krise. Aber oben habe ich gesagt. Und das Ei ist auch in der wünschenswerten Konsistenz. Und ich denke, es ist damit klar... Krisenmanagement und Eier gehören eindeutig zusammen. Und ihr wisst hoffentlich jetzt, was ich in meiner Forschung so mache. Dankeschön.